Sehr schön, dann begrüße ich jetzt offiziell zum Vortrag Open Source ERP Kivitendo als Nachfolger von SAP by Design. Da kommt gerade noch einer rein, aber ansonsten fangen wir jetzt schon mal an. Mein Name ist Jan Büren. Ich mache Kivitendo in der Form seit 2009. Ich bin jetzt hier als Referent auf der Frostcon zum dritten Mal. Wir sind eigentlich seit 2013 Freunde der Frostcon. Also wir finden das eine sehr schöne Veranstaltung. Und wir haben jetzt sozusagen die Chance, daran fortzusetzen wie letztes Jahr. Da habe ich halt auch nochmal um 18 Uhr am letzten Tag halt den Vortrag gemacht. Okay, wir planen halt mit unserem Open-Source-Projekt Kivitendo eine Migration zu machen, und zwar weg vom Marktführer, also Marktführer in Anführungsstrichen, weil wir halt davon das kleinste Modell nehmen, also das By-Design-Modell halt, und hin zum Echtproduktivbetrieb. Und das ist uns auch gelungen. Und deswegen habe ich halt letztes Jahr versprochen, okay, wir machen das so. Also letztes Jahr war es eigentlich auf der Frostcon so, da war das Projekt noch in der Entstehungsphase. Und ich habe gesagt, okay, das und aus diesen und jenen Gründen sind wir halt evaluiert worden und haben gesagt, okay, wir können das eigentlich machen. Und wir haben halt diesen und jenen Mehrwert für die Firma dahinter. Und dann war es eigentlich klar, dass es halt läuft. Auf der CeBIT haben wir so einen Zwischenstand gemacht und auf dem Kiwi-Treffen haben wir gesagt, okay, wir haben jetzt Migrationsphase 1 abgeschlossen, wir haben einen Mandanten migriert und jetzt sind wir soweit mit dem, was wir uns damals vorgenommen haben, also vor einem Jahr eigentlich fertig und stellen jetzt die Ergebnisse auch dar. Gut, ich gehe davon aus, dass nicht alle Kivitendo kennen. Deswegen erstmal der Ursprung. Kivitendo kommt eigentlich aus dem Kiswahili und heißt praktisch. Und das heißt einfach, ja genau, nützlich und praktisch. Und der Name ist einfach dann auch Konzept, dass man sagt, okay, wir machen halt möglichst alle Prozesse und alles, was wir halt in Software abbilden, möglichst anwenderfreundlich, dass man da einen Mehrwert hat fürs gesamte Unternehmen. Also auch nichts weltbewegend Neues, aber daher erstmal der Name. Und dann, der war halt formatenrechtlich noch nicht besetzt, deswegen haben wir den halt genommen und dann uns auch für eine Kiwi als Logo entschieden. Warum haben wir das überhaupt angefangen? Unsere Ziel war eigentlich, komplett nur mit Linux zu arbeiten und auch die Finanzbuchhaltung und Belege, wir sind halt selber ein bilanzierendes Unternehmen, halt damit abzubilden. Und wir hatten dann halt bei uns selber sozusagen als Herz Kivitendo, haben halt angedockt eine HBCI-Banksoftware, die auch unter Linux funktioniert, mit der, die wir halt hier abgleichen. Und unsere Dokumente haben wir halt im LibreOffice und dann halt im dem freien Dokumentmanagementsystem Alfresco. Das Einzige, was wir dann halt noch an Schnittstelle an Außenwelt haben, ist halt mit dem Steuerberater, dass halt die entsprechende GOBD, also die Grundsätze ordnungsgemäßen Buchung im Datenbereich halt macht. Das ist halt die einzige Außenschnittstelle, die wir hier in unserer Linux-Welt noch haben. So, die Anfrage zur Migration ist natürlich dann erstmal mit zum Schlucken, weil SAP setzt natürlich den Standard hoch. Das ist ja der Marktführer im Bereich Enterprise Resource Planning, doppelte Buchführung, was auch immer. Die haben es eigentlich geschafft, in den 70er, 80er Jahren Echtzeitanalysen von betriebswirtschaftlichen Prozessen zu machen, indem sich halt ein paar IBM-Mitarbeiter zusammengefunden haben, die gesagt haben, okay, wir brauchen eigentlich für eine betriebswirtschaftliche Software, die funktioniert, darf das eigentlich nicht mehr so sein, dass halt hier ein Programm ist und da ein Programm, sondern wir müssen alle Daten zusammenbündeln, dass ich halt eine qualifizierte Aussage machen kann, was ist denn der Buchwert in meinem Lager? Das war eigentlich so die Grundidee dahinter und die haben es als erstes dann so konsequent umgesetzt. So, und damit haben wir halt auch eigentlich den Standard von damals und ich habe dann, ja so hoch schätze ich mich selber dann nicht ein und habe dann halt erstmal geschluckt, okay, wir sollen dann halt dahin. Wir haben eigentlich nicht die Feature-Vielfalt und die Möglichkeiten wie SAP. Also im Kivitendo gibt es halt klassischerweise keine Lohnbuchhaltung, keine Anlagenbuchhaltung und auch nicht diesen speziellen Steuerberater-Export, den wir halt Wirtschaftsprüfer brauchen. Und bin halt mit den Argumenten dann erstmal in den Beratungsworkshop rein. Gesagt, okay, das können wir nicht machen. Super schön, dass ihr an uns denkt, das jetzt zu tun, aber normalerweise passt das halt nicht. So, bei Business One sehe ich halt im Wiki oder beziehungsweise bei den Newsletter von SAP, die Software muss einfach zu installieren sein, die sollte nicht zu viele Extras haben oder Anwendungen
und die soll den Mitarbeitern bei seiner Arbeit unterstützen und nicht behindern. Also genau dasselbe, was wir unter KiwiTendo verstehen. Das ist halt das, was ich gelesen habe. Dann bin ich zum Kunden hin und habe halt einen Beratungsworkshop gemacht. Und da habe ich dann gehört, dass die Bankverbuchungen bisher außerhalb vom SAP bei Design abgeglichen worden sind, weil das, ja, weil der Prozess zu kompliziert war oder nicht eingeführt wurde oder sonst was. Und das heißt, dass eigentlich das, was ich von SAP erwartet hätte, was sie halt machen, ist zumindest da nicht in der Tiefe implementiert oder umgesetzt worden, wie ich das sonst gedacht hätte. Ja, und dann war halt Spielraum da, weil Prozess X ist jetzt nicht unbedingt simpel in SAP abbildbar. Und dadurch konnte ich halt eigentlich die vorhandenen Kiwi-Schwächen durch die Stärken kompensieren. Und dann haben wir halt einen Projektlauf, weil die Firma schon vorher KiwiTendo seit 2009 bis 2012 im Einsatz hatte, ist es halt dann passiert, nach 2 Jahren SAP bei Design, hat man sich dann halt in diesem Geschäftsjahr entschieden, dann wieder KiwiTendo zu verwenden. So, ich hatte halt letztes Jahr versprochen, beziehungsweise auf der CeBIT, dass wir doch mal berichten von den Projektstärken und Schwächen. Und das ist jetzt, genau jetzt, Moment, eine übersprungen, genau jetzt der Fall. Frostcon 10 war Kickoff und jetzt haben wir einen Echtbetrieb. Und das möchte ich dann jetzt auch nicht alleine alles anpreisen, was wir Tolles gemacht haben, sondern habe ich jetzt den IT-Leiter der Firma halt dazugeholt, der entsprechend aus seiner Sicht die Welt nochmal darstellen wird, weil ich kann ja viel erzählen und das fand ich nochmal ganz gut. Also Andreas Korte von der Vitacom AG, Dankeschön. Dankeschön. Also mein Name ist Andreas Korte, ich bin seit 2008 bei der Firma Vitacom AG tätig und war dort Administrator, bin mittlerweile IT-Leiter und habe maßgeblich dazu beigetragen, dass wir mittlerweile wieder KiwiTendo haben. Eigentlich ist es ganz einfach. Wir hatten die Ausgangssituation Mitte 12, dass die Geschäftsführung gesagt hat, wir sind gut im Geschäft in unserem Zählsegment, wo wir sind. Die Vitacom AG stellt primär Besucherfrequenzmessanlagen her und stellt eben ihren Dienstleistern die Daten bereit. Und wir brauchen jetzt den Marktführer SAP im Haus und haben SAP by Design versucht einzuführen. Ich sage deshalb versucht, wir haben es 12 angefangen und haben die erste Evaluation gemacht und haben praktisch das System betrachtet und gesagt, wir führen jetzt die Prozesse ein, die SAP by Design hat. Es war Ziel, dass man alle fiskalen und alle Geschäftsprozesse in einem Programm eben vereint, wie eben Jan das vorher auch sauber erzählt hat, dass man alles in einem Programm abbildet, man hat alle Zahlen an einem Platz. Ja? Es war das weitere Ziel, eben nicht mehr Excel zu benutzen für die ganze Auswertungsgeschichte, das eigentlich so ein Hauptthema war. Man hat für die Mitwirtschaftsteilnehmer, die wir eben auch haben, gewisse Berichte gebraucht, die in Excel erstellt wurden. Das war mehr oder weniger gut, es war eben mehr oder weniger aufwendig, das jedes Mal zu erstellen. Entsprechend hat man sich gewünscht, man führt das alles in SAP um und hat dort einen großen Bericht, da kann jeder draufklicken und kriegt das seine Auswertung. Ja? Es wurde so gemacht, dass wir praktisch eine Controller-Arbeitsstelle geschaffen haben und der wurde damit beauftragt, die Prozesse umzusetzen und eben auch SAP by Design einzuführen. Das Ganze ging in ersten Gesprächen mit der Geschäftsleitung, in der dortigen IT-Leitung hat es stattgefunden und dort wurde dann befunden, wir nehmen das System. Grundlage war, es muss alles unter Linux laufen, weil bei uns primäre Arbeitsplätze im Service und Support, die eigentlich Aufträge oder ganz viele Aufträge einbuchen, eben auf Linux arbeiten. Heißt ergo, ich muss von Linux aus arbeiten können. Wurde uns von SAP versprochen, alles kein Problem, funktioniert. Dann kam im Oktober 12 gleich die erste große Krux. Es hieß, ja, funktioniert, aber nur, wenn ihr Silverlight könnt. Silverlight Plugin für Internet Explorer ist allgemein bekannt, läuft unter Linux mit viel Anstrengung in der Mono-Entwicklungsumgebung, ist aber eigentlich keine Lösung. Wurde dortmals dann als Ersatz ein Terminal-Server
wurde beschafft und die Mitarbeiter, die 10, die im Service und Support arbeiten, die eigentlich tagtäglich damit arbeiten, mussten über Terminal-Server jetzt ihre Aufträge eingeben. Da hat man schon praktisch die erste Eselsbrücke oder die erste Brücke gebaut, dass man überhaupt das System verwenden kann. Und entsprechend konnte man absehen, dass die Akzeptanz des Systems bei uns im Betrieb, der eben sehr Linux-lastig ist, relativ gering sein wird. Ja? Dann haben wir das System tatsächlich am 6. Januar 2013 erfolgreich in Betrieb gesetzt. Erfolgreich hieß, es wurden fiskale Auswertungen drüber gefahren und es wurden tatsächlich Aufträge von einzelnen Personen angelegt und auch damit abgefahren. In der große Teil der Prozessketten, die man eigentlich für so ein großes System braucht, wurde erstmal so nicht implementiert. Bei uns fürs SAP ist eigentlich notwendig, dass man immer die ganze Kette abbildet, eben vom Angebot über den Auftrag zur Rechnung, dass die Kette vollständig ist. Das setzt SAP voraus. Das ist auch für viele Programme richtig und wichtig. Allerdings bei einer Firma mit einer Mannstärke 25 Personen, wie das die Vitracom AG eben ist, hat man doch eher einen kleineren und flexibleren Prozess und war eben schon absehbar, dass es an der Stelle, nennen wir es mal, relativ kompliziert wird. Gesagt, getan, es wurden einige Schulungen eben durchgeführt. Man hat versucht, auch die Mitarbeiter zu schulen und dazu zu bewegen, dass sie eben diesen Prozess einhalten, dass man mit dem SAP by Design die Zahlen beibringt, dass man das auch in der Kette abbilden kann. Das hat sich recht zäh gestaltet, wurde auch nicht unbedingt vom Betrieb unbedingt richtig gut gefördert und konnte so nicht umgesetzt werden. So hat man dann im Jahr 14, Mitte 14, als sich angedeutet hat, dass sich die Vitracom AG mit einem Partnerunternehmen verschmilzt, war absehbar, wir werden uns doch eine andere Lösung suchen, weil das wird so nicht funktionieren. Handlungsbedarf war, wir müssen jetzt mal schauen, was ist nötig, dass wir SAP by Design im Prozess so weit bekommen, dass es entweder richtig funktioniert oder welche Alternativen haben wir dazu, überhaupt hier weiterzuarbeiten. Weil es besteht eben der Handlungsbedarf, wenn man zwei Firmen hat, dass der Prozess anständig wird. Wir waren parallel dazu auch auf der CeBIT und haben dort mit unserem SAP-Berater, der das Ganze bei uns eingeführt hat, Gespräche gehabt und haben uns letztendlich beraten, wie wir aus diesem Deadlock rauskommen, wie kriegen wir die Prozesse anständig eingeführt, wie kriegen wir SAP dazu, dass es funktioniert. Dort wurde uns von einigen Seiten entsprechend versprochen, dass man Abhilfe schafft, dass eben eine Analyse des Systems betrieben wird, wo klemmt, warum kann man die Workflows nicht einfacher abbilden, etc. pp. Es wurde uns auch versprochen, dass man das alles kostenfrei macht, weil wir sahen da jetzt nicht unbedingt nur die Schwierigkeit auf unserer Seite. Von SAP-Seite war es auch so, dass viele Auswertungen nicht so waren, wie man sich das erwünscht hatte. Und eben das war der Stand, den man auf der CeBIT hatte. Und da wurde eben analysiert, wir haben die Arbeitspunkte, das setzen wir um. Nachdem das Ganze entsprechend analysiert wurde, kam doch tatsächlich von SAP eine Rechnung, die sich im fünfstelligen Bereich bewegt hatte, um das Ganze gerade zu biegen. Und das war dann letztendlich auch das Kriterium, dass man sagt, man schaut sich tatsächlich auch mal nach einem anderen System um. Parallel zur CeBIT 15 hatte man die ersten Kontakte auch Richtung Kivitendo aufgenommen. Der Termin war so, ja, wir haben SAP-Termin dann und dann. Und danach sind die dann zu unserem Ministand gekommen und haben gesagt, ja, die machen das, aber die wollen halt Geld dafür. Ist ja auch okay. Und was können wir halt dann da an der Stelle machen? Wir kannten uns von der CeBIT schon davor.
Und da hat halt Andreas dann sozusagen sein Leid ausgeschüttet, hat gesagt, ha, das ist so schade, aber der eine Geschäftsführer wollte halt unbedingt SAP haben. Wir hätten ja eigentlich an der Stelle auch gut noch hier zwei Berichte dran docken können, die halt für uns dann genau passend gewesen wären. Aber man hat dann halt sich entschieden, davon abzuweichen, um dann halt was Neues zu machen halt. Soweit mein Einwurf. Ja, also nachdem man gesehen hat, wie der Kostenblock sich entwickelt, war der Schritt eigentlich relativ einfach zu sagen, wir werden versuchen, wieder von SAP loszukommen. Ich würde jetzt eine Frage in die Runde werfen. Was stellt man sich denn am schwierigsten vor, wenn man so eine Migration macht? Am schwierigsten sind doch eigentlich die Stammdaten, oder? Sollte man eigentlich nicht denken. Ja? Es war wirklich der Knackpunkt, dass wir die Stammdaten aus dem SAP by Design so gut wie nicht herausbekommen haben für die RIC-Migration. Das war das eigentlich der allerschwierigste Punkt an dem Ganzen. Was in jedem anderen Warenwirtschaftssystem mit einem simplen, kommaseparierten File extrahiert wird und auf der anderen Seite eingespielt wird, war hier nicht möglich. Das hat uns viele graue Haare bereitet, aber wir haben es dann geschafft. Wir haben die Gespräche entsprechend geführt, haben einen Workshop gemacht und eine Vorevaluation gemacht, haben die Prozesse definiert, die ja bei uns im Betrieb eigentlich relativ simpel sind, und haben dann versucht, letztes Jahr im September zu sagen, wir führen jetzt Quivitendo als Nachfolger ein. Und das haben wir dann auch umgesetzt, und wir konnten tatsächlich am 1.1. mit dem System live gehen. Wir haben die Tochterfirma in Potsdam nachträglich zum 1.3. migriert, und es ging dann auch relativ sauber vonstatten. Wir hatten eigentlich keine Ausfälle, konnten direkt buchen. Wir haben alle Saldenvorträge entsprechend importiert. Die Kundenstämme und die Artikelstämme waren angelegt. Wir haben uns ein spezielles Konstrukt für die Erzeugnisse ausgedacht. Das war auch alles implementiert, und mit ein bisschen Vorarbeit war das Ganze in 3,5-4 Monate Vorbereitung direkt in Produktivbetrieb umsetzbar. Das war eigentlich relativ einfach. Jetzt im Moment denken wir darüber nach, solche Sachen zu machen, wie dass man Dokumente mit importieren kann. Das werden wir sehen, wie wir das jetzt im weiteren Verlauf noch hinbekommen. Aber die Grunddinge, was ein ERP können soll, Angebote, Aufträge, Rechnungen, Stornos oder sonstiges in verschiedensten Formularen haben wir umgesetzt, und das System kann das soweit. Ja, also ich habe auch immer gesagt, wir haben halt hier einen sehr gutartigen Fall, weil die Bereitschaft, nochmal zurückzugehen zu was funktioniert hatte in der Firma, war halt sehr hoch. Also dadurch war halt sozusagen diese Projektakzeptanz schon mal da, den Schritt zurückzumachen und dann zu sagen, okay, das kennen wir eigentlich schon, das hat ja eigentlich geklappt. Bis auf halt die eine Sache, wo der eine Geschäftsführer, der mittlerweile auch nicht mehr da ist, dagegen halt war. Und dann war halt sozusagen dann hier zu sehen, okay, damit funktioniert es halt nur bis dann und dann hin. Es hatte auch Probleme gehabt, dann halt sozusagen, was wir gemacht haben, diese zwei Niederlassungen zu integrieren, wäre da ja auch erstmal dann wieder eine neue, also ein neues Projekt zumindest gewesen an der Stelle. Deswegen war das eigentlich alles soweit gutartig. Das hatte ich auch immer dann Andreas gesagt, ja, ist jetzt ja nicht so schwierig zum Glück. Und das Zweite ist halt auch, wir haben halt hier die Folie, dass halt sozusagen die Zusammenarbeit gepasst hat. Also das war eigentlich nochmal der ganz wesentliche Faktor halt, weil ich kann ja, das System ist halt nur so gut wie die Datenqualität, die ich halt eingebe, und die Daten kommen halt auch von der Datenquelle, und das hat ganz viel damit zu tun, wie viel Motivation der einzelne Mitarbeiter dann auch hat, da sinnvolle Daten einzugeben oder sich an die Vorgaben, die man dann abspricht, auch dann zu halten. Und da ich das jetzt nicht zum ersten Mal gemacht habe, auch gerade mit Quivitendo und Andreas halt selber die Erfahrung auch hatte, mittlerweile ja auch die leitende Stelle in dem Betrieb dafür hat, also auch zu Recht, hat das eigentlich so gesehen sehr gut harmonisiert. Ich kann jetzt nicht sagen, okay, wenn man eine SAP-Installation mit 1000 Nutzern hat oder sowas, dann ist das halt eine andere Potenz dann dahinter von der Sache. Aber diese Grundfähigkeit, betriebswirtschaftliche Standardsoftware einzuführen und damit was zu machen, steht und fällt halt eigentlich mit der Kommunikation, mit dem Miteinander halt dann in der Stelle. Ja, da war halt ganz viel gutartig, so sage ich das halt dann immer. Es sind ein paar Goodies dann auch auf technischer Weise gepassiert, die da sehr gut reingefallen haben.
wir hatten halt bevor wir das Projekt gemacht haben, ich hatte halt in der Tat nur eine sehr schlechte, also eine für SAP passende XML-Beschreibung der Stammdaten hatte ich halt. Und es gab aber so ein paar Berichte, die scheinbar ursprünglich von Crystal Reports, wenn man jetzt technisch da mal näher reinguckt, kamen. Die hatten halt eine besser strukturierte CSV-Darstellung. Und dadurch war ich dann auch in der Lage, die ganzen offenen Postenlisten dann auch direkt in Kiwi zu übernehmen, sodass wir dann im Januar auch sehr zeitnah alle Zahlungseingänge verbuchen konnten. Das war auch nochmal ein super Plusfaktor, der hat gesehen hat, okay, super, wir sind jetzt sozusagen nicht nur von den Fakturierungsketten halt live, sondern wir haben auch nochmal geschafft, die alten offenen Postenlisten in beide Seiten halt abzubilden, haben uns darüber überlegt, wie wir das abarbeiten, können relativ schnell sehen, dass wir halt wieder sozusagen im neuen System halt alles, was man normalerweise ungern macht, wie Mahn oder halt Zahlungserinnerungen oder halt Abgleichen, dass halt alles soweit von den Zahlen halt her stimmt und dass halt die Kohle reinkommt, das hat dann sehr schnell und zügig halt funktioniert. Das war eigentlich ein Pluspunkt an der Stelle, dass geklappt hat. Und ist natürlich auch passiert, ein Punkt, den wir vorher nicht bedacht haben. Und zwar, es war dann eigentlich die Ansage, ja, wir fahren halt beide, also die beiden Niederlassungen oder Tochter, beziehungsweise die wurden dann eingeheiratet oder aufgekauft, also je nachdem, war auch noch nicht so ganz klar zu dem Zeitpunkt, als wir das Projekt gestartet haben. Und was aber klar war, ja, wir machen halt nur einen Mandanten dafür, damit halt die Stammdaten identisch sind, damit wir da halt möglichst wenig Synchronisationsprobleme haben im Nachhinein. Wir hatten aber dann nicht bedacht, dass ja der eigentlich die eine Niederlassung noch dann für ein paar Monate einen anderen Steuerberater hat. Und da auch andere Daten braucht, die halt für die Niederlassung passend waren. Also da will ich kurz den Einwand bringen. Es ist betriebswirtschaftlich so gemacht worden, die VisaPix GmbH und die Vitracom AG wurden rückwirkend vom 1.8. ab zum 1.1. zu einer Firma zusammengeschlossen. Das ist rechtlich möglich und hatte eben zur Folge, dass man vom 1.1. bis 1.8. getrennte Buchhaltungen fahren musste. Und nach der Verschmelzung müsste es eine Buchhaltung sein. Ja, dann hat man jetzt natürlich zwei, drei Möglichkeiten. Ich fahre entweder zwei Systeme, wie sie ursprünglich sind. Ich fahre zwei Mandanten im Quivitendo oder ich buche eben alles in einem System und trenne sie fiskal eben so lang, bis ich zusammenschalte. Und wir haben jetzt den dritten Vorgang gewählt. Wir haben hier anhand von Abteilungskennern gesagt, wir trennen die Firma da und da sitzt eben auch die DATEV-Schnittstelle an und exportiert hier direkt entweder einmal in den Vitra-Kommandanten oder in den VisaPix-Mandant bis eben zu der Verschmelzung und ab jetzt wirkt das Ganze letztendlich nimmer. Wir sagen, wir nehmen den Filter raus und können jetzt anständig eine Exportdatei für DATEV erstellen, die eben für eine Firma mit zwei Niederlassungen gilt, was vorher praktisch zwei wirkliche Firmen waren. Und der Knackpunkt ist, sowas eben in einem SAP abzubilden, ist gänzlich unmöglich. Das kann man wirklich bloß mit einer Software machen, die man auch letztendlich steuern kann. Es sei denn, ich setze mir zwei SAP auf und lasse den Beauftragten nachher einen Consultant, der die ganze Sache nachher in einen Mandant überführt. Über das Geld brauchen wir nicht sprechen, das weiß wahrscheinlich jeder, dass das nicht ganz kostengünstig wird, um das zu tun. Ja, und der Ansatz war eben, auch eben bei unseren Vorgesprächen, wie können wir dieses Problem lösen, weil wir haben schon grob Ende des letzten Jahres gewusst, auf diesen Konstrukt wird es rauslaufen und der 1.8. wird der Stichtag sein, aber vorher muss es getrennt geführt werden. Und es war wirklich eine große Hürde, das Ganze so zu fahren und auch mit der nachträglichen Umschaltung, das musste dann auch über die verschiedenen Buchhaltungssysteme alles ins Kiwi wandern, dass es dann nahtlos übergeht. Und das ist uns in dem Fall eigentlich gut gelungen. Ja, wir haben ein bisschen mit einem schmutzigen Trick gearbeitet. Und zwar haben wir halt die Mitarbeiter so konditioniert, dass halt, wenn halt keine Abteilung ausgewählt worden ist, dass dann halt gar kein Ausdruck von irgendeinem Angebot rausging. Und das war dann halt genug Motivation, zumindest dann halt schon mal zu sagen, okay, ich sitze halt in Potsdam oder in Karlsruhe. Und das war dann halt von der Dateneingabe an der Stelle halt gewährleistet. Und weil wir da so konsequent am Anfang drauf geachtet haben, konnte ich dann halt auch relativ simpel mit einem Abteilungsfilter die fiskalen Daten dann halt so trennen. Und das ist jetzt für Techniker super easy, aber das ist halt für einen Produkthersteller, der ein Standardprodukt baut,
ein bisschen schwierig und auch nicht im, normalerweise ist es auch nicht möglich, sowas im laufenden Projekt zu machen, weil der Berater ist in der Regel auch nicht der, der Software implementiert, sondern der nimmt dann nur die Anforderungen auf, schreibt dann was dazu, gibt das dann vielleicht in der Entwicklungsabteilung und sowas halt alles. Aber das ist halt, kann man halt auf dem Level, in der Größenordnung halt ganz gut machen. Und das waren halt so die zwei, drei Sachen, die eigentlich immer gut passen und womit man dann eine Menge wieder wettmachen kann, was halt dann mit großen, schwerfälligen Softwareherstellern halt nicht möglich ist. Du hast ja schon erwähnt, wir machen jetzt die Dokumente. Und das Zweite, was dann auch sehr schön einfach ging, weil bei Vitacom ist es sehr witzig, die kriegen halt Neukunden durchs Ticketsystem. Das habe ich noch nie vorher gesehen, aber das funktioniert halt dadurch, dass halt, ich weiß gar nicht ganz genau, dass halt eure Kunden haben halt eine mit dem Mutterkonzern halt einen Vertrag und können halt beliebig viele Filialen, dürfen halt Tickets an den Dienstleister senden. Und wenn diese Filiale noch keine Installation hat, beziehungsweise noch nicht Kunde ist, wird darauf dann automatisch ein Ticket der Neukundenanstöße gemacht. Also das ist auch etwas, was ich so gar nicht kannte. Also normalerweise ist das immer Vertrieb und sowas alles. Und das war dann auch sehr gutartig, weil das dann, die nutzen das freie Ticketsystem OTRS halt. Und das konnte ich dann auch mit den Stammdaten, zumindest hier im Prototypen schon mal, mit den wirklichen Stammdaten aus Kiwitendo dann halt verheiraten. Das wäre so eine Andeckung mit SAP bei Design, wäre dann auch erstmal nicht ganz so einfach gewesen an der Stelle. Wobei ich jetzt einwerfen muss, es ist nicht unmöglich. Die Gespräche von SAP haben uns auch gezeigt, es würde funktionieren, wenn sich jemand mit SOAP auskennt und die 3000 Seiten Dokumentation durcharbeiten will, dann hat er auch da die Möglichkeit, das Ganze entsprechend anzubinden. Bei uns war es jetzt natürlich so, wir haben OTRS schon auch seit 2009 im Einsatz, parallel im Betrieb. Und unser Wunsch war natürlich, das Ticketsystem jetzt relativ weit einzubinden. Bedeutet, wir haben eigentlich Filialdienstleister, wie man sie kennt im großen Elektronikbereich. Die Konzernstruktur ist, es gibt einen Mutterkonzern, der sitzt in Ingolstadt, weiß jeder, von wem ich spreche. Und jeder Unternehmer ist eigentlich eine eigene GmbH und eigenständig für sich selbst verantwortlich. Das heißt, er ist ein eigener Kunde. Und sobald da eben Verträge geschlossen werden und die entsprechende Zählgeräte beim Kunden installiert werden und ein Supportvorfall eben auftritt, ist es so, dass die entsprechende Support-Tickets im OTRS auflaufen und Wunsch ist, dass man eben dieses Support-Ticket, wenn es entsprechend ein abrechenbares oder nicht abrechenbares Ticket ist, hier im Kiwitendo nachher einen Auftrag draus machen, weil er bedient ja letztendlich bei einem Ersatzsystem an nicht abrechenbarer Auftrag wäre eine Garantieabwicklung von einem PC oder von einem Counter und es löst letztendlich einen Auftrag aus, ob es ein Garantieauftrag ist oder nicht, wählt der entsprechende Agent, wenn er das Ticket anlegt oder bearbeitet, eben mit einem Mausklick an, ich muss es abrechnen oder nicht. Und zukünftig wird es dann tatsächlich so sein, dass wir die Möglichkeit haben, die ganze Litanei an Liste rauszulassen. Was war den letzten Monat abrechenbarer Aufwand und was war letztendlich nicht abrechenbarer Aufwand? Das wird ins Kiwitendo importiert werden und anhand von dem werden wir dann eben einerseits Nullaufträge schreiben müssen, weil ein Garantieauftrag ist ein Auftrag, der letztendlich für uns auf Garantie mit abgewickelt werden muss oder eben halt ein abrechenbarer Auftrag, wo sich fiskal auswirkt. Ja, das ist jetzt noch nicht komplett umgesetzt. Wir haben Teile davon schon implementiert und sehen auch, dass es funktionieren wird. Genau, aber das ist jetzt auch so eine Projekttiefe, die ist jetzt vielleicht auch jetzt gar nicht so interessant. Also das waren jetzt mal die zwei Sachen, die ich da aufzeigen wollte, was halt sonst, also sowas wäre dann halt eher schwierig gewesen. Ich hatte dann bei SAP bei Design gesehen, die haben auch mit Kostenstellen gearbeitet, aber die haben halt so kleingranular aufgeschlüsselt. Das hatte mir die Bearbeiterin dann gezeigt. Die hat gesagt, die hat halt ein einziges Mal die Muße gehabt, das halt genau so kleingranular halt einzugeben, wie das halt dann da gefordert war. Und danach eigentlich war ja die Arbeitszeit dann da zu schade, weil das waren dann die Kostenstellen, also sehr, sehr, sehr kleinstufig halt an der Stelle. Kostenstelle Klopapier. Ja. Gut, aber soweit erstmal der Stand jetzt und jetzt erstmal Fragen von euch. Wie groß ist der Unternehmen? Sonst, ich muss ja die Frage wiederholen, ich muss sie auch genau verstehen. Nochmal. Wie groß ist Ihr Unternehmen? Also wie viele Arbeitsplätze
Okay, also wie groß ist die Vitracom AG in Gänze eigentlich mit der Aufkaufung oder ohne? Das ist eigentlich egal. Also wir haben im Moment 25 plus minus entsprechende Hilfskräfte plus 9 in Potsdam plus minus Hilfskräfte, also eigentlich 34 Festangestellte. Ja. Mit den Abteilungen des Personalwagens angeboten ist, wie stark weicht die Version denn ab von der normalen Standardversion? Okay, also die Frage ist eigentlich, wie viel Customizing weg vom Standard war halt nötig, wenn ich das so richtig verstehe. Ich hatte das letztes Jahr auch kurz skizziert, beziehungsweise das ist ja auch der Untertitel, dass man halt, wir haben halt relativ, also unser ABAP, also das, was bei SAP dann das ABAP ist, ist halt bei uns dann eine LaTeX-Druckvorlage. Das heißt, die meiste Geschäftslogik, die ich halt machen konnte, habe ich halt dann damit implementiert. Und dann habe ich wir hatten gerade noch das Gespräch beim erweiterten Kaffee. Das ist halt so, 10-25% habe ich dann noch am Kern halt ein bisschen geändert. Also das sind aber auch alles so kleinere Maskenanpassungen. Und da, ich habe das vor 2 Jahren, glaube ich, gehalten, den Vortrag, wie man mit Git sehr gut Kundenerweiterungen halt pflegt, die auch relativ unkritisch wieder einpflegbar sind. Wir nutzen dann halt auch immer nochmal Git Branch. Ist auch komplett auf GitHub das Projekt, also nur so nebenbei. Und da kann ich halt dann auch Eigenerweiterungen dann halt auch rebasen. Aber das wird jetzt den Rahmen sprengen. Aber im Prinzip sind das schon immer solche, die Anpassungen bei Vitracom sind eigentlich relativ klein. Und es ist auch immer so, das ist ja jetzt auch ein Partner. Das heißt, es ist automatisch so, dass die nächste Version dann auch mit den Änderungen wieder ausgeliefert wird halt. Also das ist bei Default von unserer Seite so halt. Weil ansonsten ist es in der Tat ein bisschen das Problem, wenn man halt dann auf einmal so eine Insellösung hat, dass man die nie wieder zurückbekommt. Das ist uns ein einziges Mal passiert und seitdem haben wir halt dann eigentlich daraus gelernt. Also das sind aber 2 Lernstufen. Also einmal muss man kaufmännische Reserven haben, das zu machen. Und zum anderen muss man technisch ein bisschen unterscheiden, wo man was ansetzt und was man verändern darf und was halt nicht. Ja gut, aber das war jetzt, glaube ich, ausreichend genug. Wir waren ja aber auch genau an dem Punkt, dass wir gesagt haben. Ja, und Andreas hat auch auf die Finger geklopft und gesagt, ja, alles. Ja, nee, wir waren ja aber auch an dem Punkt, wir wussten, bevor wir es eingeführt haben, dass der 1.8. so der Stichtag sein wird, wenn die Gesamtfirmierung ist, dass man diese Änderung eigentlich auch nicht mehr braucht. Ja, das heißt, wir können zurück zum Standard und dieses Abteilungsfeld, was eigentlich einen ganz anderen Sinn und Zweck hat, wird dann letztendlich auch wieder, kann nachher auch wieder für den Abteilungszweck verwendet werden und man hat ein weiteres Filterkriterium, das eben durchgängig über alle fiskale Belege vorhanden ist, kann man wieder einsetzen, wie man es brauchte. Das war wirklich ein Trenner, den wir uns am Anfang vom Design, bevor wir es eingeführt haben, gesagt haben, daran können wir es aufhängen und damit können wir es machen. Und es war tatsächlich so, dass wir versucht haben, also Jan hat es versucht, dass wir, sagen wir mal, 9 von 10 Änderungen in der LaTeX-Vorlage gemacht haben, anstatt eine spezielle Funktion eingebaut ins Kiwi, die man nachher vielleicht auch nicht mehr brauchen kann. Ja? Da steckt ja also auch schon relativ viel Knopfer von ihm drin, dass man sagt, wir versuchen dieses Gen, das wir da erzeugen, auch so klein wie möglich zu halten. Genau. Also zusätzlich ist es auch so gewesen, durch die Erfahrung hier sind auch schon ein paar Mitarbeiter gewesen, die sehr strukturiert gearbeitet haben. Das heißt, die wussten halt schon, okay, es gibt halt eine unterschiedliche Definition von Erzeugnis, Dienstleistung, Waren. Also vieles ist ja halt so, wie denkt der Softwarehersteller, wie sowas funktioniert und was mache ich halt draus? Und zum Zweiten ist auch schon seit Ewigkeiten drin sogenannte benutzerdefinierte Variablen. Das heißt, ich kann als strukturierte Feldtypen zu Waren, Kunden, Dienstleistungen, also zu allen Stammdaten sozusagen dazu definieren, ohne mir da was im Standard zu verbauen. Das muss ich dann nur entsprechend in den Druckvorlagen halt berücksichtigen. Weitere Fragen? Ja gut, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit, auch gerade jetzt hier beim allerletzten sozusagen offiziellen Vortragsslot. Noch kurz den Hinweis, wir sind das erste Mal nochmal im November in Nürnberg. Dann standardmäßig, wobei ich noch nicht weiß, in welcher Form, 2017 auf der CeBIT, aber auf jeden Fall sonst wieder am 27.04. auf dem Kiwi-Treffen dann in Bonn, was dann hier stattfindet. Danke auch von meiner Seite.